Wer ist das? Soll das heißen, Sie wissen es nicht? Einen schönen Zug haben Sie da. Miss McBean hat mir alles darüber erzählt. Ich heiße Ned. Angenehm. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Wenn Sie etwas über die besten Transitsysteme der Welt erfahren wollen, finden Sie mich unter dieser Adresse. Lasst uns die Suche nach dem Edensplitter fortsetzen. Wir müssen London aus den Fängen Starricks befreien. Wer sind meine Ziele? Die Zeit ist nicht reif dafür. Ich kam nicht nach London, um Tinnef zu suchen. Verstehe erst den Tanz und werde dann zum Tänzer. Oh, du willst also da weitermachen, wo Vater aufgehört hat? Einer muss es ja tun. Evie, das Vorläufer-Artefakt wird uns wichtige Informationen über die Pläne der Templer liefern. Jacob, ich habe Informationen über Starricks Geschäftspartner, die nützlich sein werden. Hier. So können wir nicht einfach losgehen und Starrick töten? Das wäre doch jetzt auch nicht so verkehrt, glaube ich, oder? Tutorial London erobern. Nutzen Sie die Attentatswand im Zug versteckt, um das nächste Templar-Ziel aufzuschmieren. Weiten Sie das Territorium der Rooks mit Hilfe von Eroberungsaktivitäten aus. Schließen Sie Sympathisantenaktivitäten, um Geld, Herstellungsmaterial und einzigartige Belohnungen zu erhalten. Machen wir natürlich. Aber jetzt geht's. Oh, ein modernes Babylon. Wir haben eine Trophäe bekommen. Und schon mal sehr gut. Ja, ich werde jetzt schauen, ob ich London weiter erobern kann. Das müssen wir ja auch noch machen. Wir müssen ja London weiter erobern, um die Rooks nach vorne zu treiben, um mehr Macht zu erhalten. So, Sequenz 4. Schnelle und zuverlässige Linderung. Eine Kluft hat sich zwischen Jacob und Evie aufgetan. Er unterstützt Evie Suche nach dem Edensplitter nicht und er achtet Jacobs Kampf gegen die Templer als leichtsinnig und stümperhaft. Sie arbeiten getrennt. J-Pod geht nach Lambeth, um Starricks Beruhigungssirup zu untersuchen, während Evie das Vorläufer-Artefakt zum Haus des Meister-Assassinen Edward Kenway zurückverfolgt. Spielen wir doch. Mal schauen, spielen wir jetzt mit Jacob oder mit... Dieser Beruhigungssirup ist die einzige Medizin, die man in Lambeth noch bekommt. Jacob. Er trägt den Namen des Templer-Großmeisters. Wir sollten dem Arzt einen Besuch abstatten. Ich glaube, bei dir kommt jede Hilfe zu spät. Und was gedenkst du jetzt zu unternehmen, wenn ich fragen darf? Das weißt du doch. Ich werde den Edensplitter suchen. Viel Spaß dabei. Und ich töte so lange Templer. So, wir befinden uns da oben. Zugversteck. Ach, wir können so Schnellreisen machen. City of London, was ist das? Sympathisantenaktivität. Sequenz 4. Nachrichtenticker. Ah, wir müssen erstmal eine. Erstmal ein bisschen aufsteigen hier. Wie war das denn nochmal? Ja, ich finde das ja gut, dass sie hier... verschiedene... Sachen machen, 10 verfügbare Fähigkeiten. Ja. Aber wie kommen wir denn da nochmal rein hier? Hier habe ich ja nur die Karte. So, noch ein bisschen Einkommen einsammeln. Und dann, wir werden jetzt erstmal hier runter. Können wir hier irgendwo abspringen? Und 1400 Meter müssen wir zurücklegen.
Das werden wir dann auch machen. Ach, da werden wir schon wieder gesichtet. Das bezweifle ich, dass das nicht klappen wird. Klettern wir mal einfach hier die Wand hoch. Wo ist denn hier mal eine Straße? Meine Güte, diese Rumrennerei hier. City of London nicht erobert. Das ist mir eine Schnurzepieps egal, ob ich das hier schon erobert. Da unten ist eine Straße. Zack. Und dann holen wir uns eine Kutsche, mit der wir dann den Weg deutlich schneller abballern werden hier. Immer noch in City of London. Diese Reisen hier durch. Eieiei, da hat die PlayStation mal kurz hier gesagt. Zu aufwendig alles. Wir bauen zu viele Crashs. So, die Themse. Komm los. Schon so ein kleiner Sklaventreiber hier, ne? Was so Pferde betrifft. Und bevor wir jetzt da reingehen, ich glaube, jetzt weiß ich wieder, wie das funktioniert. Fortschrittslogbuch. Nee, Fähigkeiten. So. Schlösser knacken. Kann man kaufen. Sehr gut, jetzt können wir Schlösser knacken. Wir haben ein neues Level erreicht, Level 3. Das ist schon mal sehr gut. Und dann kaufen wir hier auch direkt mal so ein paar Sachen. Und zwar, was ist das? Adlerauge. Ja, machen wir Adlerauge. Yay! Plünderer 2, sie finden bei Ankern mehr und mehr seltene Herstellungsmaterialien. Yay. Ja. Damit habe ich dann auch eigentlich alles gekauft, was ich kaufen konnte. Gang Upgrades, Inventar. Gucken, was sie. Sie müssen anonym sein und festen Boden unter den Füßen haben. Und zum Inventar zu wechseln. Spielen. So, spielen wir einen Löffel Sirup. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Wahrscheinlich wieder eine halbe Stunde Ladebildschirm. Da gehe ich von aus. Holen Sie sich Starks Beruhigungssirup gleich hier. Er trinkt nichts anderes. Dein Sirup ist ihm zu Kopf gestiegen. Er macht ihn ganz stumpfsinnig. Hey, pass auf. Du verschreckst mir noch meine Kundschaft. Warum verpisst du dich nicht? Sonst gebe ich dir was, was du so schnell nicht vergisst. So geht das aber nicht, du Quacksalber. Was ist hier los? Hm? Ah, zieh Leine. Können Sie mich entschuldigen, Madame? Oh, ich hasse Verfolgungsjagden, ne? Was willst du denn von mir? Oh, nee, jetzt sag mir nicht, ich muss hier...
Ja, den Händler, um Gottes Willen, lass mich in Ruhe. Aha. Müssen wir nach unten? Jo, erstmal hier durch. Och Mensch. Ich glaub das nicht, ne? Ey, lauf doch. Ey, ist der doof? So, 44 Meter 40. 38. Ja. Jetzt reicht es. Was reicht? Sag mir, wo dieser Beruhigungssirup herkommt. Ich weiß nur, dass sie ihn jeden Tag ausliefern. Zwischen den Gasometern und der Anstalt. Den Lieferanten aufspüren. Oh, 200 Meter. Seid ihr denn völlig jeck, hier mich quer durch dieses Viertel hier zu schicken? Wer ist ein gutes Pferdchen? Du bist das. So. Dann haben wir auf jeden Fall wieder eine Kutsche unterm Arsch. Lauf schön weiter. Ein paar Meter schneller gut machen. Vielleicht fühlst du dich anders auf, wenn ich dir darüber komme. Unser Neuseeland-Korrespondent beschreibt die Kolonialstreitkräfte. Morgen bekommst du deine Lieferung. Verflucht, so ein Pech. Dann finden wir mal heraus, wo dieser Sirup gemacht wird. Der Verantwortliche für die Sirupverteilung hat einen Kampfclub bei der Gießerei. Yo, ich soll fliehen. Dann lass mich doch auch fliehen. Das gibt's doch nicht. Menschenskinder. Ich glaube, ich gehe beim nächsten Mal über die Dächer. Ja, genau so mache ich das auch. Wir sind desynchronisiert. Und ich versuche jetzt einfach mal über die Dächer zu gehen, um diesen Kampfclub zu finden. Auch jetzt sind wir wieder hier in diesem komischen Bildschirm, der uns wieder wahrscheinlich 83.887.000 Stunden gefangen hält. Das nervt echt so ein bisschen, dieser Bildschirm. Machen wir hier mal so ein paar cinematische Aufnahmen. Das nervt wirklich, also ganz ehrlich. Ich habe noch nie nervigere Ladesequenzen oder Synchronisationsgedönse gehört, gesehen, mitgemacht. Muss ich wahrscheinlich wieder durch die ganze Stadt. Ah, 84 Meter, das geht noch. So. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Gegner hier lokalisiert. Da bist du ja. Du kriegst 5 Schilling, wenn du ihn K.O. schlägst. Jetzt bist du nicht mehr so stark, was? So, da hinten läuft der Typ.
Da haben wir ihn. Du bist tot. Wo wird der Sirup hergestellt? Sprich jetzt oder schweige für immer. In der Brennerei, das große Gebäude neben der Brauerei. Und jetzt stoppen wir die Beruhigungssirup-Produktion ein für alle Mal. Ein Löffel Sirup abgeschlossen. Unentdeckt bleiben hat leider nicht so funktioniert, den Plan unbemerkt stehlen. Auch nicht. Ich würde nichts tun, aber ich würde es tun. Krass, dass die so eine Verteidigung hier haben. Und dann müssen wir da hinten 50 Meter entfernt. Wir machen erstmal hier unser Adlerauge an, damit wir bloß nicht gesehen werden. Und dann geht's ab. Achso, das ist unser... Das ist unser Zug. Und wir gucken mal, wo ist denn hier die Brennerei? Unnatürliche Auslese. Ned Weinert. Es kann natürlich sein, dass das die Brennerei ist. Und dann begeben wir uns mal dort ein Zinn. Warum komme ich nicht rüber und verpasst dir eine ordentliche Abwehr? Ja, tu das doch. So, Munition und Rauchbomben.